Mit 4 Babengassen sind sie jetzt nicht so schlecht. Wie viel hat der jetzt gehabt? Der hat mehr gehabt. 1, 2, 3, 4, 5 eine halbe quasi, ne? Ja. Also ich finde so ein Teil echt genial, muss ich sagen. Das ist zwar relativ teuer, so ein Gerät, aber von außen haben wir gemerkt, also das kann er nicht, also das Gerät leben, dass du sagst, du siehst, wo es genau sitzen. Aber da wir unten ja einen Gitterboden haben, haben wir das jetzt von unten gemacht und wir sind wirklich überrascht. Ich meine, das war eh der stärkste, den was wir gehabt haben. Das war aber der, der was uns echt richtig herpflanzt hat und der was für uns eigentlich sehr, sehr schwach war. Und trotzdem ist er aber von der Temperatur her passt. Der sitzt auf 4 Waben, 5 Wabengassen. Also von dem her sind wir jetzt positiver gestimmt, dass wir den auch über den Winter bringen. Nicht schlecht. Voll. Scheinbar haben wir noch ein bisschen einen Erfolg. Zumindest bis jetzt zum Jänner. Ja. Das heißt ja noch lange nichts, weil in 2,5 Monaten kann noch viel passieren. Voriges Jahr war bis in Mitte April Schnee. Ne? Also das heißt, wenn da jetzt noch ein Wintereinbruch kommt, scheißt uns rein. Ne? So viel zu dem Thema. So, natürlich früh und gesund. 1. Jänner, Neujahr. Also kurz nichts für alle, die das Weihnachtsvideo nicht angeschaut haben. Wir sind jetzt bei den Bienen herinnen, haben einmal kontrolliert, wie es generell so ausschaut. Es ist eigentlich immer sehr kalt gewesen, Schnee haben wir noch keinen. Wir haben ca. 2 Handvoll Bienen am Boden liegen, die sind runtergestorben. Und haben uns eine Wärmebildkamera ausbauen dürfen, mit der wir mal von unten eine fotografiert haben. Die Aufnahmen habt ihr gerade gesehen jetzt da. Im Schnitt haben wir 3 bis 4 Wabengassen voller Bienen. Das ist, finde ich, jetzt einmal relativ okay. Die brauchen jetzt noch 1,5-2 Monate überleben. Dann kriegen wir es wahrscheinlich alle in die Saison, so wie es ausschaut. Sogar der Stock da, der relativ wenig Bienen gehabt hat, hat sich auch nicht so schlecht entwickelt. Also die überraschen uns immer wieder, die Dinger. Wir werden jetzt am Wochenende, am Samstag sagt er noch ein bisschen Schönau, wir werden zum Mittag einmal die Winterbehandlung durchführen, Oxalsäure verdampfen und hoffen, dass das nicht daneben geht, quasi. Ne? Genau. Wir kennen, es war klasse, wenn wir ein bisschen Schnee noch kriegen, das war gut für die Pflanzen dann, dass es nicht so kalt ist, weil wir sind ja da in der Windschneisen quasi. Ja, soweit ein kurzes Update einmal. Und wir sehen uns dann am Wochenende wieder. Oder? Ja. Ist leicht, gell? Bin ich nicht grün im Mund? Nein. Wir haben nämlich Kernelsalat gegessen. Da ist immer ein bisschen grün im Mund. Ja, wie immer, gesund bleiben. Bis zum nächsten Mal. Perfekt. Der überrascht mich schon wieder bis zu Jahren. Wir fressen unseren Mais. Kurz. Was ist mit dir? Was ist mit dir? Mia. Ja, komm her.